Aber ich habe es tatsächlich auch einmal erlebt, da war ich schon baff erstaunt, dass ein VW-Käfer bei einem VW-Händler auf dem Hof stand. Und der Kunde kam und frug dann, wann ist er denn fertig? Und der Meister dann geantwortet hat, du, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Derjenige, der das reparieren soll, der ist gerade krank. Und wo ich dachte, das ist doch eine große Werkstatt hier. Wie viele Mechatroniker und Kfz-Mechaniker haben die denn? Und ich habe ihn dann ganz vorsichtig nachher angesprochen. Ich habe gesagt, hör mal, wieso kriegt ihr den nicht repariert? Das ist doch gar kein Problem. Ich meine, so ein Käfer, das kann doch jeder. Sagt der Herr Strunk, die Zeiten sind vorbei. Sagt er, ich habe tatsächlich noch einen Mechaniker, der den Motor in- und auswendig kennt, der weiß, wie man den rausholt, wie man den repariert. Sagt er, die anderen Jungs wissen das alle nicht.